Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge ist Raditz aufgetaucht. Wir haben aber vorher das Kami Haus noch besucht, um ja Son Gohan unseren Freunden und ja, nicht Verwandten, nur unseren Freunden vorzustellen. Und Entschuldigung, ja, aber dann kam unser Bruder aus dem All, der uns gesagt hat, ja, wir gehören den Saiyajins an und wir erobern Planeten und so, ne, und das macht voll Spaß, los, komm und mach mit. Und Son Goku hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann kam Raditz da hinein in die Fresse geballert und seinen Sohn geklaut. Und ja, Piccolo ist übrigens auch hier, der uns helfen will, Raditz zu besiegen. Und ja, da machen wir jetzt gerade los. Ich weiß nicht, bringt das irgendwas hier allein zusammen? Weiß nicht, warte mal. Ich will eigentlich mal ein bisschen schneller fliegen, aber geht anscheinend jetzt nicht. So, ich soll mich zu irgendeinem Dorf bewegen. So, auf der Karte. Oh. Ich kann irgendwie nicht schneller fliegen gerade. Man noch mit L3 eigentlich, ne? So, weiß nicht. Ja, aber es kam ja aus, okay. Aber die sind doch dahin geflogen, also müssen wir doch dahin, oder? Na, warte mal. Warte mal, die haben gesagt, wenn man rausfliegt, ne? So, hinein sowohl auf der Weltkarte, um den Ort zu reisen. Hier werden wir eine rote Säule, okay. Nebenstories mit blauen Säulen. Wenn du in der Hauptstory vorankommst, werden neue Bereiche freischalten, die du besuchen kannst. Okay, also Nebenstories werden mir angezeigt. Gut. Östlicher Schluchtbereich wurde freigeschaltet. Warte mal, wo bin ich gerade? Also nehme ich recht. Bin ich recht in der Annahme, dass ich hier gerade oh, da ist was. Was ist natürlich der richtige Zeitpunkt hier, als so zu erkunden, ne? Okay, die sind in Gebieten eingeteilt, alles klar, das macht es einfacher, glaube ich. Verstehe aber irgendwie nicht, warum ich nicht schneller fliegen kann. Ist das, weil ich auf der Jinjun drauf bin oder so? Es wird halt ganz schön lange dauern, bis da hinten hinzufliegen, ne? Verstehst du? Aber ich nehme jetzt mal an, das hier ist all das, was ich hier im Moment besuchen kann, ne? Wir haben nicht eine so offene Weltkarte, ne? Gut, dann gehen wir mal dahin. Scheint sowieso nichts hier gerade zu tun zu geben, ne? Sonst wird ja auf der Karte angezeigt, oder? So, so Zusammenfassung. Raditz, der behauptet, Son Gokus Bruder und ein Angehöriger einer Kia-Rasse namens Saiyajin zu sein, besiegt Son Goku und macht sich mit Son Gohan aus dem Staub. Als Son Goku gerade die Verfolgung aufnehmen wollte, erscheint Piccolo und die beiden schließen sich zusammen. Warum tue ich überhaupt zusammenfassen, was in der letzten Folge passiert ist, wenn das hier alles schon so erklärt wird? Auf professionelle Weise. Nicht so, weiß nicht, so ein Typ, der überhaupt nicht weiß, was los ist, ja. Ich weiß, was los ist, aber weiß nicht. Ich kann nicht gut reden, okay. Alles klar. Gut, dann nehme ich mal an, kommt jetzt unser erster, ich sag mal, Bosskampf, mehr oder weniger. Was ist fliegen, wenn du Son Goku spielst? Mit Hilfe der Feuerstelle kannst du Fahrzeuge wie Jinjun benutzen. Aussteigen, Fahrzeuge auswählen. Wir packen. Hier kommen wir an den Schweif ran.
Wir packen den an. So, ich kann aber echt nicht düsen, während ich mit der Jinjun fliege. Also warum sollte ich damit fliegen? Sieht gut aus, ich weiß, aber trotzdem. So, Son Goku. Okay. Ja, sein können. Hier ist sogar was los, ey. Hier geht irgendwas Verdächtiges vor. Hi. Ich habe vorhin dieses seltsame Geräusch gehört. Da dachte ich mir, das sehe ich mir mal an. Das könnte irgendwas von oben runterkommen. Also hatte ich vielleicht doch besser Abstand. Wie heißt, wenn du das für mich ansiehst? Okay, warte mal, ich sehe da auf Karte was. Jetzt wie Super Mario 64. So, ich gehe mich mal um die Dinger hier kümmern. Nee. Nebenquests, würde ich sagen. Hey, guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre dieses Indianerdorfer. Macht da keinen Sinn. Ich habe die Hauptader getroffen. Herr Piccolo. Hey, Nam. Was geht? Ich habe das Gefühl, dich irgendwoher zu kennen. Hm, Moment mal, du bist diese Haare und das Outfit. Du bist Son Goku, oder? Ja, da bin ich. Und wer bist du? Gutherziger Kampfkünstler Nam. Ich bin Nam. Erinnerst du dich nicht an mich? Wir haben beim Weltturnier gekämpft. Ach ja, ich erinnere mich. Das Turnier. Also, was machst du hier? Ich habe Obst aus meinem Dorf dabei, um es zu verkaufen. Mein Dorf ist ziemlich arm, also versuche ich, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Hm, okay, klingt ziemlich schwierig. Leider vernehme ich nicht besonders viel. Ich dachte, ich könnte mein Obst für einen hohen Preis verkaufen. Ich bin wohl kein guter Verkäufer, wenn das so weitergeht. Kriege ich kein Lebensmittel und kein Wasser für mein Dorf. Und ich will dich ja nicht belästigen, aber könntest du mir helfen? Ja. Warum nicht? Ich meine, mein Sohn ist gerade von meinem Bruder aus dem All entführt worden und bringt ihn wahrscheinlich um, wenn ich nicht es mache. Aber okay. Das ist eine echte Notlage zu sein. Ja, danke. Du brauchst doch dieses Obst, oder? Wie schmeckt es? Naja, es ist schon ganz okay, aber der Geschmack, tja. Schon verstanden. Tja, das wird sich schwer verkauft lassen. Hast du sonst noch was? Mein Dorf besteht zum Großteil aus Sand und Felsen. Hier. Du hast glänzender Steine erhalten. Boah, die Vogel sind aber ganz schön. Haha, wohl wahr, aber das ist kein Gold oder Silber. Das sind einfach nur Steine, die ich beim Landbestellen ausgegraben habe. Die habe ich dabei, um sie unterwegs Kindern zu geben. Ich werde das Leute gibt, die sowas kaufen würden. Ja, das wage ich stark zu bezweifeln. Immer der Reihe nach. Wir müssen hier jemanden finden, der sich besser damit auskennt. Genau, danke. Ich kann also ein paar hübsche Zähne bringen. Oh. Seitenschürze. Pol. Ich habe mich hier im Lukadorf entspannt. Da habe ich plötzlich da drüben dieses laute Geräusch gehört. Da habe ich viel zu viel Angst, um zu entspannen. Ich das hier gebe, schaust du dann mal nach, was dieses Geräusch gemacht hat? Energieergänzungsmittel. Oh, danke. Hi. Ich spreche jetzt nur mit denen, die blaue Klamotten Ausrufezeichen haben. Hey, ich habe eine Frage an dich. Kennst du einen Experten für Steine? Steine? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich war mal Bergarbeiter. Super, willst du das hier mal ansehen? Was ihm den glänzenden Stein gezeigt. Hm, oder Steine. Solche Steine habe ich noch nie gesehen. Das sind auf keinen Fall Edelsteine. Oh, wirklich? Aber meine Tochter will sie bestimmt gefallen. Könnte ich sie haben? Naja, eigentlich versuchen wir sie zu verkaufen. Oh, verstehe. Entschuldigung, willst du sie hier gegen eintauschen? Das ist ein Ammonit-Fossil. Ich wollte es meiner Tochter geben, aber sie fand es unheimlich. Na klar, wir können gerne tauschen. Einfach so. Ist du sicher, dass du die Steine hergeben möchtest? Die scheinen recht selten zu sein. Ha, keine Sorge, das kann man hier überall finden. Eine Menge Leute kommen aus der Stadt her, um in dem felsigen Gebiet im Norden nach Fossilien zu graben. Ach ja? Also hast du mich abgezockt. Hm. Wo bist du denn? Ups. Er muss jetzt noch nicht. Na, weiß hier.
alle möglichen Schätze. Oh, du siehst ja überhaupt nicht vertrauenswürdig aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht aus Dragon Ball. Ich nehme als Charakter aus Dragon Ball, ja, ne? Ja, mein Wissen von Dragon Ball ist jetzt nicht so groß wie in Z, also ja. Ich habe Dragon Ball geguckt natürlich, aber. Ja, oh. Reiseführer, können dir Informationen über wichtige Orte und Events verkaufen? Welche Informationen sie verkaufen, wird auf der Karte angezeigt. Hm. Oh. Ah, okay. Ja, kann man mal machen, ne? Aber im Moment nicht. So, ich gehe mal. Ja, geht doch viel schneller so. Na, wir gehen erstmal. Okay, da gibt es irgendwie gar nichts. Also, da gibt es was, aber da kann ich nicht hin. Sollen wir uns wirklich jetzt darum kümmern? Ich weiß nicht. Problem ist, ich weiß ja nicht. Die haben ja schon gesagt, irgendwie sind noch für kurze Zeit verfügbar. Also ja, das macht mich ein bisschen nervös. Ha, mein Sohn wurde entführt. Aber da scheint schon die Hauptstory zu sein. Oh, war sogar richtig. Ach, ich sehe diese Ausgrabungsstelle. Oh, ach, die. Hi. Oh, ich muss landen. Ich kann nicht mit dir reden, wenn ich fliege. Das kann nicht sein. Ach, die? Son Goku, bist du das? Leibhaftig. Gut, herzlicher Cyber. Monster Nummer 8. Son Goku. Ich freue mich ja so, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Was machst du hier? Ich folge einer Spur. Hier laufen Roboter amok. Ich bin gekommen, sie aufzuhalten. Wirklich? Hast du vielleicht Lust auf einen Kampf? Ehrlich gesagt hasse ich Kämpfe. Aber diese Roboter wurden vor langer Zeit von den Red Ribbon Armee ausgesetzt. Ich muss sie aufhalten. Kannst du mir helfen? Hm. Sohn retten? Ach, die Elfen. Ja. Piccolo im Hintergrund nur so, Son Goku. Was für ein Kack machst du gerade? Ich werde ihren Metall hinter den letzten Jahrtausend zurückprügeln. Warte hier. Hä? Du kämpfst doch nicht gern, oder? Nein, aber... Hatte keine Sorgen, mich. Ein Kampf gegen Roboter klingt lustig. Ich verstehe, danke. Zeig mir einfach, wo ich hin muss. Ja, hier sind sie nicht. Vielleicht sind sie da drüben. Okay. Vielleicht da drüben. Mal schauen, bin schon unterwegs. Da kann ich irgendwo die Karte... Ah. Wie ich genau das richtige erstmal gedrückt habe, ne? Da gibt es gar nicht mehr so viele Sachen zu erledigen. Warte mal, rechts, was ist das hier? Obstbaum, okay. Okay, gibt es gar nicht mehr so viele Sachen. Trainingsgelände. Okay, wenn jetzt hier nicht mehr so viele Quests sind, dann ist ja nicht, ist auch nicht schlecht. Also mal ein paar von den Dingern ein. Ich weiß nicht, wie wichtig die sein werden. Okay, man sieht schon, ja, dieser große blaue Strahl ist vielleicht ein guter Indikator, dass ich vielleicht dahin gehen sollte. Dun, dun, dun. Oh, ich finde, das hat mich so positiv überrascht, dass wir ja. Ah, Update. Ach, hier die. Beep, boop. Auf geht's, ihr Robotrottel. Was? So, komm her. So, Piccolo, kommst du dich gerade um die automatisch oder? Oh, was? Wie bitte? Ah, Piccolo kämpft sogar mit gerade.
Komm, ich habe keine. Oh, falscher. Au. So, ich treffe alle von euch, glaube ich, oder auch nicht. Halt. In die Fresse. Was ist das? Jawohl, ich treffe sogar. Oh Gott, sah krass aus. Also nicht mal einen von euch hier. Wer hat hier schon wieder geheilt? Wer, okay, wer war das? So. So. Jetzt kennst du wieder. So, komm her, diesmal treffe ich aber. Ah. Oh Gott. Gehen ein bisschen Gas hier. Stufe 5. Oh Gott, wie viele von den Dingern sind da? Oh Gott, aua! Ja, abwehren sollte ich vielleicht mal, ne? Aber stehen. Sehr gut gemacht. Gut gemacht, Piccolo. Oh, ah. Puh, das war ein tolles Training. Ich sollte besser zurück zu Achter. Ich habe mich um dein Routerproblem gekümmert, Achti. Wirklich? Danke. Ihnen dazu, dir habe ich noch nie gerne gekämpft. Deshalb bin ich auch sehr dankbar für deine Hilfe, Son Goku. Wenn ich doch nur irgendetwas hätte, um mich zu bedanken. Aber wie war's damit? Das ist Gemüse aus dem Dorf. Ich habe extra viel mitgemacht, da ich weiß, was für ein großer Esser du bist. Möhre und Zwiebel. Das sieht köstlich aus. Essen ist die einzige Sache, von der ich nie genug bekomme. Danke, Achti. Nein, Son Goku, ich habe zu danken. Nicht so förmlich, Achti. Wir sind doch Freunde. Hast du was vergessen? Natürlich, du bist mein bester Freund, Son Goku. Story abgeschlossen. So. Ich weiß übrigens nicht, wofür diese Medaillen nochmal da sind. Wir schon auch schon erklärt, ne? Ja, genau deswegen. Ich habe gedacht, ich das machen sollte. So, kann ich dahin? Was ist das da? Händler. So, ich werde jetzt noch gucken. C8. Ich will jetzt noch gucken, was da ist. Ich glaube, da konnte ich nicht hin, ne? Und dann können wir unseren Sohn retten. Weil nicht jetzt gerade der, aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie zeitlich begrenzt ist oder so, und das ist immer so die Sache. Ich meine, ich habe versucht dahin zu gehen, das ging nicht, ne? So, da wollte schon sagen, das ist eine Angelstelle. Mann, ich kann sie mal noch nichts finden. Gibt es wirklich Fossile? Oh, Entschuldigung, bin ich erschreckt. Hey, hallo, suchst du was? Oh, ja, ich grabe Fossilien aus. Wie ich heute, kann man hier eine Menge davon finden. Ja, ich bin schon tagelang hier und immer noch leer ausgegangen. Vielleicht ist das der falsche Ort. Ich habe meinen Freund erzählt, dass ich welche finden würde. Also kann ich nicht einfach mit leeren Händen zurückkommen. Tja, ich habe ein Fossil. Ich habe eins, willst du es mir abkaufen? Boah, das ist ein echtes Fossil, oder? Aber ich habe gerade kein Geld dabei. Pff, dann können wir tauschen. Mal sehen. Oh, ich weiß, was würdest du jetzt gegen das hier tauschen? Du hast Wasserkapsel erhalten. Du hast Lebensmittelkapsel erhalten. Oh, das ist doch perfekt. Da ist ja jede Menge drin. Ich habe das, was ich wollte, also brauche ich sie nicht mehr. Sie gehört dir. Super, abgemacht. Dann werde ich bestimmt darüber freuen. Da hat er auch schon von Mutten Roshi bekommen. Ja, okay, das war jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre her, aber trotzdem. Unter Wassererkundung. Wenn du unter Wasser nimmst, deine Luftanzeige ab. Sie wird immer wieder auf, wenn du... Ich kann nicht sprechen.
Gegner irgendwie. Wollte doch nur ein bisschen duschen, was ist das denn? Ach ja, so ein Luftring oder irgendwie so was, ne? So, gehen wir zurück. Dann können wir endlich unseren Sohn rennen. Okay, da wird hier alles voll auf der Karte offensichtlich gezeigt. Ah, sogar dieses Geräusch. Hi, Namen. Oh, wie ist es gelaufen? Ich habe hier Essen und Trinken. Mit diesem glänzenden Schein hast du das hier bekommen. Ach du meine Güte, das sind ja Unmengen Lebensmittel und Wasser drin. Kann ich dir ja verdanken. Mach dir keinen Kopf, es wäre echt komisch, wenn du jetzt total förmlich werden würdest. Ja, du bist auf jeden Fall ein mutiger Schüler, der so viel steht fest. Ich habe ja keine Ahnung, was ich für diese Steine so viel kriegen würde. Das bedeutet vielleicht, dass meinen Feldern noch mehr wertvolle Steine liegen. Auf jeden Fall sollte ich die Lebensmittel und das Wasser in mein Dorf bringen. Ich schulde dir eine Menge, Son Goku. Ich habe dir angeholfen. Ich werde jetzt auch aufbrechen. Ich muss meinen Sohn noch retten und so. Komm bitte in mein Dorf vorbei, wenn du mal die Möglichkeit hast. Boom. Alles klar. Cool. Und ja, so ein Ding. Ja, aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht. So, dann haben wir, ja alle dem Quest abgeschlossen, ne? Nehme ich an. Das heißt, wir können jetzt gehen und unseren Sohn retten. So, gehen wir wieder in Charakter hier. Ups. R2 geht nach unten, R1 geht nach oben. Das ist irgendwie komisch, weil R2 ist der obere Knopf und R1 der untere. Deswegen, das sind Dinosaurier. Da kommen wir jetzt nicht im Weg, ne? Ich kann mir noch nicht meine Zeit verschwinden, sagt er, nachdem er zwei Quests hier abgeschlossen hat. Entwicklung Essen, indem du Essen gerichtet zu nehmen, kannst du deinen Wert darauf erhöhen und auch vorübergehend Unterstützungseffekte halten. Du jetzt erhältst du mehrere Effekte, je mehr es ist, so stärker wirst du. Warum wird mir jetzt angezeigt? Jeder eine Aktion in der Spielwelt hilft Son Goku und seinen Freunden sich zu entwickeln. Nehme so viel wie möglich und erschaffe ein ganz persönliches Abenteuer. Ach, ich kann halt jederzeit. Ah, okay, ich wollte schon sagen, 3 Minuten. Da muss ich ja immer irgendwie bei Chichi was essen und dann schnell zum Kampf oder irgendwie so was. Ja. Gut. Alles klar, weiter mit der Story.警戒信号は戦闘力710と334。違った。 様だ。一体ここへ何しに来た。決まってんだろ。俺の子取り消しに来たんだ。俺の息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。君のほど知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。 Aber ich zu früh gedrückt. Piccolo geht sofort los. Okay, ist gut. Genauso wie in der Serie. Wir gehen beide voll auf den los. Mitten in die Klöten rein. Ja, gut. Komm her, das macht irgendwie nicht viel gerade, ne? Kann das sein. Jetzt wo ich das Spiel drauf habe, ne? Oh Gott, ich wollte nicht.
Stein. Der gute alte Stein. Da, warum denn nur auf mich? No. Da. Was ist da los? Nein. Aber ja. Der hat noch so viele Lebensbalken. 4 Stück, ey. Ah, hat doch Knopf. Ich wollte schlagen, nicht schießen. Da! Gott. Ja, machen wir den mal. Nein. Wo ist er? Da. Finish. Und aufgestiegen. Und Piccolo auch. Und ich gerade fertig gemacht, ey. せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った2人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。 Was ist mit dir, Piccolo? その間やつと一人で戦って動きを止めろ。分かった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。なんこさっぱ。しつこいやつめ。 Ah, komm mal her. Da ich wieder da. Na, 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 na. Hör auf. Oh, ich dachte, wir werden fertig. Da kann ich auch. Nur meine sind ein bisschen kleiner hier. Aber schneller. Klein und fein und so, ne? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Kam ein bisschen unerwartet. Oh, das auch. Na, ja, falscher Knopf. Na, ja, daneben. Ich treffe irgendwie nie mit meinem Kamehameha. Falscher Knopf. So, geblockt. Ha, was sagst du jetzt? Weil immer wenn er so am Rot, aua. Immer wenn er so rot am Leuchten ist, denke ich, der kommt irgendwas Großes. Sieht auch voll stylisch aus, so wie ich das mache, ne? Falscher Knopf. Daneben. Hi. So. So habe ich Reflexe wie eine Katze. Kann immer schön ausweichen. Boah. Falscher Knopf. Hier geblieben. Nein, oh Gott. In die Fresse. Kann ich auch aufladen? Nee. Das kommt ja wieder mit. Oh Gott, aua. Na, da tut voll weh. Aua. Jetzt hat er noch so Dinger hier.
Ja. Gar nicht so einfach. Komm her, komm her. Komm mal vor wie in dem Bosskampf von Naruto. Aua. Oder bei Ninja Storm. Ich glaube, ich brauche gleich dieses Objekt, was ich bekommen habe vom Bulma. Noch mehr. Ey, ich treffe den nicht damit. No. Ich habe noch ein bisschen HP, glaube ich. Nein. Okay, Objekte. Okay, das war, hab ich voll geil. Ich muss noch mit den Knöpfen hier klarkommen, ey. Nein. Oh nein, was mache ich hier? Na, falscher Knopf. Ach, der ist eben sein Dings, sein Ultimate Dingens. Ja, mache ich jetzt auch. Komm her. Da kann ich nicht so einen Verfolgungsangriff oder so starten. Falscher Angriff. Jawohl, endlich mal getroffen damit. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Oh, ich kann einfach wegrennen. Au. Ja, okay, das war, glaube ich, klüger. Piccolo, kommst du mal mit deinen Dings hier rüber? Komm her. Nein, hier geblieben. In die Falle. Da wollte ich gar nicht machen. Na auch. Gott verdammt. Warte mal, ich schieße gerade auf dich. Nee, tue ich nicht. Ah. In die Fresse. Oh, er war gerade betäubt. Komm her. Oh, und da wird von hier aus nur noch schwieriger, habe ich so das Gefühl, ne? Oh Gott, oh Gott, gut. In die Fresse. Und jetzt gleich weg. Aber hier kann sein, dass schon der letzte Kampf ist gegen den, ne? Komm her. Komm her. Du hier wieder mein, okay, war nicht so, vielleicht mal in eine Richtung hindüsen, aber vielleicht auch mal eine Idee. Gott, ich bin gleich tot. Oh nein, ja, du triffst mich jetzt damit. Ja. Ja. Ah. Komm her. Nein, ich habe kein Dings. Kein Key. Jetzt damit, komm. Jawohl. Oh, oh Gott. Das war gar nicht so einfach, Mann. Oh, ich bin ja. Ich hab einen Schwanz. Ich
なお、ガッ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことになんのため。そう、ホイールスピラルぞ。それは避けられる。 Was könnte jetzt passieren? Oh. No. Haha. Gewonnen. Und ja, oh, das war gut. Sehr detailgetreu wieder zur Serie. Außer Piccolo hat einmal daneben gehauen mit seiner Höllenspirale. Aber ja, okay. Das ist jetzt nicht so tragisch, ne? Also in der Serie. In der Serie hat er einmal erst daneben gehauen. Und ja, weil er gerade jetzt ausgewichen ist und dann hat er seinen Arm verloren, dann hat er noch mal versucht und ja, dann ist das passiert alles, ne? Aber was soll's, das ist jetzt nicht so tragisch. War immer noch epic. Und ja, Son Goku ist tot. Pff. Super. Das so nach 3-4 Folgen in Dragon Ball Z, ne? Das war ein Schock damals. バカめ。孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。 これまでの状況はすべて遥か宇宙にいる俺の仲間2人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その2人がここにやってくる。 Hoffentlich sind die auch pünktlich, ne? Mm-hmm.
Mondenoshi, Krillin und die anderen treffen ein. Piccolo erzählt ihnen alles, was Ralls Tod den anderen Saiyajin und was Son Goku zugestoßen ist. Also hast du ihn getötet? Also wie viele Folgen von Dragon Ball hat Son Goku überlebt und dann so, weiß ich nicht, 3 Folgen oder so in Dragon Ball Z direkt tot. Das ist schon irgendwie schockierend, wenn du halt damals als Kind geguckt hast, ne? Weiß gar nicht. Was? Ach ja.神のやつの仕業だな。しかし、神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇らせるほどの力はない。だが、その孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは 訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。Und so hat Piccolo einfach mal Son Goku entführt. Weil warum nicht? その地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けない奴だ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。 よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。な。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命を、ってのはどうだ？永久に楽しめるぞ。なるほど。それはいいぜ。 Warum ist das Spiel so gut? Alles war zwar ein Saiyajin-Krieger vom schrecklicher Stärke, doch dank der aufopferungsvollen Handeln von Son Goku und Piccolo wurde er schließlich bezwungen. Doch leider waren Son Gokus Verletzungen so schwer und so starb er gemeinsam mit Raditz. Ich finde das so geil, dass das Spiel so detailgetreu ist zu der Serie, ne? Du siehst ja echt alles Wichtige hier. Wir sind erst in der ersten Saga, ne? Kommen noch 3 Sagen. Wir sind noch nicht mal fertig mit der ersten Saga, ne? Das gefährliche Saiyajin-Duo macht sich auf den Weg in Richtung Erde. Inzwischen gesellte sich Son Goku, der im Kampf gegen Raditz geschoben war, am Eingang zum Jenseits zu Gott. Oh, einmal. という はい。よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの 1億年でわし 1人しか通っておらぬほど
非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、俺のちょっと前にラディッチのやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ当然な。暴れなかったか。暴れた、暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。 強えんだな、おめえ。勘定は見しに来たんやん。おめえと来たが。あのな、わしはエンマ大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するに、すんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが、 頭だってよくなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら、急いでんだけんどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。はあ、そりゃねえぞ。わ、分かった。 クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい。それでは始めるぞ。全問正解しないと。Was denn alles dabei geworden? Trivia-Fragen. Moin wurde bereits geschickt in die Hölle. Schon irgendwie falsch beantworten, um zu sehen, was passiert. Wer stärker, Enma Dayo oder? Ne? Na, Über wen wird hier nach dem Tod gerichtet? Über alle. その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。 Es ist ein Weg, denjenigen zurückzuholen, die schon gestorben sind. Ja. Dragon Balls. Welche Frage ist das? Oh Gott, die fünfte, ne? Was? ちょっと試してみる。わしの過ちを見抜けるかどうかという。それが真の愚問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。 さすが地獄耳、なんちゃって。お前、ギャグセンスないの。まあええわい。海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんの。そんなことねえよ。ねえです。
Alles klar. Ich frage mich, ob ich die Datei von Enma Daio nicht bekommen hätte, wenn ich irgendwie eine falsch beantwortet hätte oder so. Das wäre irgendwie interessant zu wissen. Aber gut, ja. So, was sehen wir, was werden wir jetzt sehen? Ich würde jetzt gerne speichern und so und den Part beenden. Weil schon sehr lange. So, das haben wir gerade schon gelesen. Weil es schon 51 Minuten. Das ist ganz schön lang. Ein bisschen lang, sagte sie. Aber naja. Mal schauen. So, währenddessen auf der Erde. いい加減に目を覚ませ。孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。 悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツはなんとか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。 修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで。 Zum Beispiel zum Ausweichen. Ja, ist interessant. Jetzt spielen wir Son Goku an. Gut, dann würde ich auch sagen, in dem Sinne, wenn wir, okay, wollte schon sagen, wenn wir diesen Part und in der nächsten Folge versuchen wir dann mit Son Goku hier draußen in der Wildnis mit den gefährlichen Dinosauriern und Robotern und all das hier zu überleben und ja. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr einen Tipp hast, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.